Hallöchen hier, der Nale 4 und willkommen zurück bei The Beast Inside, wo es weitergeht, hier in dem Schuppen. So, warte mal, ich habe das noch ausgestellt. Wie ist denn unschärfer Effekt? Ja, genau, ist ausgestellt. Gut, ja, wo es jetzt heißt, hier den ollen, ranzigen Hirsch runter zu pulen und zu gucken, was da am Blinken ist. So, machst du das doch mal. Hier mit der... Huh. Na komm. Jawohl, und runter damit. So. Aber irgendwie. Komme ich da nicht hoch, oder? Mitspringen. Nee, ich muss irgendwas hinschieben, anscheinend. Nur was? Das ist jetzt die Frage. Guck mal hier, Bolzenschneider. Durchtrennt kinderleicht jegliche Schlösser und Ketten. Alles Klärchen. Wofür brauche ich den? Nicht hierfür. Warte mal, irgendwo vorne war doch ein Eingang. Guck mal hier, genau. Oh ja, und das macht er ganz entspannt hier. Hebt er den hoch. Yeah, volle Superman. So, einmal weg damit. Und dann ein Träumchen. So. Das wäre ein Traum. Auf jeden Fall, mach das doch mal. Klingt nach einem Plan. So, liegt irgendwas? Nägel, Handbohrer, aber ansonsten so ist da nix. Na komm, auf. Sag mal, Kollege, das ist eine Kiste. So ein Holzstamm kann er hochheben, weißt du, aber so eine scheiß Kiste, das nicht. Da sind auch Fußspuren schon drauf. Okay, wunderbar. So, und nu? Mit dem Rambo-Messer hier. Flatsch. Flatsch, da liegt er. Okay, gibt es hier noch irgendwas? Da nicht. Aber mit dem Bolzenschneider, ganz im Ernst, mit dem Bolzenschneider könnt ihr doch problemlos das Schloss auch durchknippen, ne? Hab ich den noch? Ja, ich hab den noch, okay. Gut. Macht aber nicht. Der Lappen. Okay, dann gehen wir wieder runter. Und schau mal. Warum, es pulsiert auch noch so eklig. Ein Hirsch vom islamischen Staat. Der macht gleich Bumm. Ja, oh, this is sick. I think I'm gonna puke. Ach, ah, fuck. Also rechts, also linke Maus ist das gewesen. Boah, Kinders. Ja, und. Okay. Gegenstand mit Inventar hinzugefügt. Ein Peilsender oder sowas? Und warum war es in... Fuck, was, wenn die Sowjets jemanden geschickt haben, um uns zu folgen? Well, there is the fuse. So the fucker who gutted the animal has also been in our house, in our basement. If this isn't a threat, then I don't know what is. At least I've got a goddamn fuse. Time to go to the basement and turn the power back on. Okay, die Sicherung sieht sehr alt aus, erscheint aber. Someone's butchered a deer and the evidence suggests that sick fuck has been in our house. Bist fertig? Ja, gut, danke. Diese Sicherung sieht sehr alt aus, scheint aber noch funktionsfähig zu sein. Okay, das ist der Hinweis. Jemand hat sie absichtlich entfernt, aber warum? Und was ist für eine Maschine?
mit der sie verbunden war. Ich weiß es nicht. Okay, würde ich sagen, geht's zurück hier. Zum Haus. Warum ist denn da jetzt das Tor offen? Hä? Das war... Ich bin doch da... Wieso ist das offen? Hallo? Mysteriös, ich weiß es nicht. So, ist es Sache, wo geht's zurück zum Haus? Ich glaube, hier lang. Ein kleiner Waldspaziergang. So, nicht umfallen. I remember back in the day some twisted kids in the area played with the occult, but I don't think this could have been them. Besides, the equipment that was inside it looked military grade. Clearly the locals make new neighbors feel welcome. I just hope they don't mistake us for turkeys on Thanksgiving. Warte mal, bin ich hier überhaupt richtig? Ich habe keine Ahnung. Komm, geh runter. Was scheint so? Ja, okay. Gut, ist so. So, hier, ne? Mit der hohen Klippe, das macht er mit links. Pass auf. Jawohl. Entspannt hier. Der Herr. Analyst. So. Wetten die... Liebe Emma, kackt gleich wieder rum, weil es sich noch nicht an ist. Pass auf. Dam, dam, dam. Schatz. Hallo? Wo sind die jetzt? Die ist weg. Nur wohin? Warte, ich mach's doch mal ein bisschen lauter hier. Oh Gott. Okay. Hast du das angenommen? Nee, ne? Oh, so. Okay, gut, runter. I've got the fuse. I better go home. Bist doch schon zu... Also ganz im Ernst, der Typ, ne? Hallo? So, hier ist immer noch alles beim... Alten. So. Dann bau mal ein. Power's back on, I guess. Interesting. Or maybe it's no big deal. Maybe I've just been reading too much Poe. Well, my job here is done. I better go back under Emma's thumb, considering her mood swing. It's only the third month. What's it gonna be like by the ninth? Okay. Jo, geh's mal nach oben. Irgendwie. Ist da noch was zum Mitnehmen? Nee, ne? Glaube nicht, ne? Okay. So. Bill! Jesus, woman! You want me to have a heart attack? Cool, huh? Wonder if some magician used to live here. Sure, Harry fucking Houdini. Maybe he's never gotten out of that hat. Actually, where did you find it? I just read about one like this. Upstairs. Now watch carefully. If it's a rabbit, I want it for dinner and stew. Ta-da! Clever. You think you can sugarcoat the work for me with magic? Where do we start? Einige Zeit später. Aber das ist der Hut, ne, von dem Viech, das Nicholas am Ende gesehen hat. Darling, do I really have to remind you what the doctor said?
You've done it plenty of times already, but really, I don't have to sit idle all the time. Still, in your condition. It's not critical. I'm just pregnant, remember? But fine. Ja, wie, also den Rest hättest du auch noch machen können, ne? Also, streiche... Okay. Allahopp. Lass Fatima ran. So. If I can't help you, I'll pester you with questions. Have they called you from work yet? No. And did you give them our new number? Honey, it's the government. They even know the angle you're tilting your head at. Gives me the creeps. Ever thought about doing something other than, you know, cryptanalysis? I mean, before you joined the CIA? Like what? Like, something that doesn't come with being responsible for millions of lives. Some job without all the spies, agents, and double agents lurking behind your back. Without the constant feeling that you can't trust anyone. Not really. Besides, I can trust you, right? So, das ist ein Pinsel, der hat unbegrenzt Farbe. What are you staring at? Hä? Was macht ihr denn? Piece of furniture? There's something behind it. Also irgendwie, also diese plötzlichen Plot-Twists hier, also ja, okay. Guck mal hier, Jesus ist auch wieder da. Okay, dann erlaub. Lass mal schieben hier. Nach links und nach rechts. Ja, genau, nach links bewegen. Durchs Fenster. Komm, auf drei. Eins, zwei. Komm, stell dich mal an. Hier, auf. Eins, zwei. Okay, da nach rechts. Guck mal da. Das kennen wir doch. Now I regret putting that thing on my head. I wonder who that guy was. Maybe if we hang this in the bedroom, you'll come to us in our dreams and tell us everything. I'd hang you first. Okay, okay. Sorry, buddy, you're going to the basement. That's the proper place for gentlemen from the previous century. Einige Tage später, okay. Aufgehängt. Ja, haben es aber schön gemacht hier. Cool. Einige Tage später alles vollkommen schön eingerichtet. Das Office, ja schön. So, erstmal gucken. So, das Klingel gehört hier, ne, mit zur Story, deswegen, ach, cool. Sehr schön. Oh, kann ich jetzt überall rein? Guck mal, da ist der Wecker. Zum Glück. Okay, das war das. Warte mal, ist da was? Nee. So. Kann ich jetzt überall? Natürlich nicht. Ohne... Warum? Die haben jetzt hier alles komplett vollends eingerichtet, weißt du? Aber die scheiß verkackte Tür kriegt er nicht auf. Was ist denn hier mit? Da geht's in, genau, ging es in den Keller? Die ist auch zu, warum auch immer. Ey, ist nicht euer Ernst. Ja, genau. So. Ach, cool. Okay. Das war ein hartnäckiges Telefon. Ich hätte jetzt schon längst aufgelegt, weißt du?
Schauspieler? Sind wir so voll die berühmten Persönlichkeiten hier? So, Kellertür, Schnauze, zu mit dir, danke. So, was ist denn das hier? President Carter's speech, entitled Crisis of Identity, was concluded with a reflection concerning the Soviets. Their most powerful weapon is not the atom bomb, but a unique capacity to drive other nations into madness and chaos. Carter believes that at this stage of the Cold War, our nation needs unity more than anything else, because our enemy's only chance is in making Americans doubt their government and all the values that this country has been built upon. In other news, the St. Louis Cardinals won yesterday's game at the Memorial Stadium. Rick, Rick. So, geht nicht mehr, ist kaputt. Es spielt eine Nachrichtenübertragung aus und dann geht's nicht mehr. So. Nee, ist nicht klingeln. Ich will erstmal oben gucken, was da noch so ist. If I don't pick up the phone, it'll never stop ringing. Ja, ja, es ist ein sehr geduldiger Anrufer, auf jeden Fall. Ach, guck mal hier. Schön. Was ist denn da? So. Was denn ansehen? Ach, die Pfeife. Verdammt, ich kann immer noch den Tabakduft riechen. Eklig. Ich bin so froh, dass ich mit dem Rauchen aufgehört habe. In diesem Büro rauchen alle und fallen um wie die Fliegen, sobald sie 40 geworden sind. Die Sowjets müssen dafür nicht einmal ihre streng geheimen Waffen einsetzen. Ja, okay, gut. Ist neu. Rauchen ist eine ziemlich uncremige Sache, da hast du recht. Guck mal, das ist der Narnia-Schrank, den haben sie auch mitgenommen. So, was ist da drin? Was hat Maria? So. Mehr. Ist hier auch nicht drin, ne? Nee. So, wo geht's denn da lang? Ist auch abgeschlossen. Klaro. So, haben wir hier was? Okay, da ist nichts drin. Ja, auch nicht. Da ebenfalls nicht. Ich glaube, sind alle leer, ne? So. Okay. Denkt denn, warum hackt man sich zweimal das Bild von demselben Typen im Haus auf? Kann man das einmal erklären? So, ist hier irgendwas? Nee, ne? Auch nicht. Okay. Das ist die Zeitung von heute, da sind immer noch die, immer noch die Batterien drin. So, immer noch die leeren Flaschen. Ohne Scheiß. Weißt du, die sind jetzt hier eingezogen, haben alles schön eingerichtet, aber diese verkackten Flaschen haben sie nicht in den Müll gebracht währenddessen. Das ist bestimmt so eine Messi-Familie am Ende. So. Also echt. Leute, ich wundere mich. So. Was ist denn hier drin? Putzlappen. Und warum? Warum stehen jetzt die Stiefel, ach, scheiß drauf, ich will es auch nicht wissen. So, und Bücher. Also, wie die hier einräumen, ne, ist mir ein Rätsel. So. Warte mal, so, das, und dann, so. Better answer that. It could be my boss. Ja, da hast du einen sehr geduldigen Boss. Ne? So. Mach's aber gleich. So, hier. Kippen und Pillen. Wunderbar. Und noch ein Schirm. Warte mal, der Schirm, der ist doch hier in dem Schrank drin. Ey, die Frau kann auch echt nicht aufräumen. Das ist. Jetzt bleib doch mal da drin, du Scheißschirm. Auf, rein mit dir. Und Tür zu. Tür zu. Nee, ist nicht. Okay. So, hier ist abgeschlossen. Das ist auch noch abgeschlossen. Hier geht's nirgendwo weiter. Doch, hier geht's rein. Guck mal.
Und es ist 10 vor 3. So, hier sind Kerzen drin, warum auch immer. Zu machen, nimm die mal, da ist nichts drin und unten noch mehr Bücher. Vor allem sind also dreckige, vergilbte, staubige Bücher, die hier überall irgendwo mal in den Schubladen rumfliegen. So. Hey, Buddha. So. Eine Taschenlampe. Die kann aber nicht mitnehmen, ne? Und eine Flasche. So wie ein Baseballschläger. Ist auch cool. So, Telefon. Ich komme. So. Und da wird ja wieder die gleichen Bilder. Warum macht man das? Ich weiß es nicht. So, noch mehr vergilbte Bücher. Werkzeug. Hier in einem Schlafzimmer. Okay, ich... So. Noch mehr... noch mehr Tabletten. Genau. Kann man so machen. So, was ist hier? Ist, noch mehr hier so Dosenzeug und Flaschen und leerer Scheiß und... Ey, das ist so eine Drecksbude, ganz im Ernst. Kann's ja nicht sein. So, noch mehr Kippen. Suff. Wisst ihr? Kippen, Suff, Tabletten. Hey, läuft bei denen. So. Okay, ist sonst hier noch irgendwas? Guck mal, da geht's rein. Da ist noch ein Buddha. Kreuzworträtsel. Ja, ansonsten. Das ist nur so ein Schminkkästchen. Wahrscheinlich von ihr. So, was haben wir hier drin? Noch mehr Kippen und Tabletten. Das ist das. Ja, natürlich. Zwischendurch mal Porzellan. Ey, ich krieg einen Föhn. Es ist ein Träum. Und die Schlüpper. Ja, genau. Das ist ein Ordnungssystem hier. Das kennt man so nicht. Das ist ganz speziell und besonders. Da findet sich jeder. Ja, jeder zurecht. Natürlich. Ey, ich glaub's ja nicht. Oh Gott. Nur noch mehr vergilbte Bücher. Ach, guck mal. Hier ist so ein schönes Kissen. Guck mal, das kannst du ja aufs Bett legen hier. So. Und über die ganzen vollgeschissenen. Oh, die sind Negligé. Okay. Ich dachte schon. So, noch eine Taschenlampe. Und noch mehr Kippen. Und Tabletten. Und Pflaster. Ich denke, die alle. Warum habt ihr so viele Tabletten hier rumstehen? So, was ist denn das hier? Bierflasche, natürlich. Was auch sonst. So, noch mehr. Noch mehr Tabletten. Voll die Junkies. Und Pizza am Bett. Okay, das ist okay. Pizza am Bett, das geht. Das ist okay. Aber der Rest hier und dann also irgendwie, ich weiß nicht. Ganz komisch. So, und hier ist auch noch eine Pizza. Boah, Leute. So, was haben wir hier drin? Kippen und ein Rest Farbe. Ja, natürlich. So. Und Suff. Ey, also. Naja. Hauptsache, die fühlen sich wohl. So, ich geh jetzt mal ans Telefon, damit es auch mal was wird hier. So. Hello? Yep. It's David. So, this is it, boss. This is the moment when you start to rush me and I start to sweat. I don't want to press you too much, but I haven't heard from you for a week now. So I thought... Maybe he was killed by bears or wolves. I better call him. Because you're stuck in the middle of nowhere, right? Yeah, I'm stuck in every possible way. You're not the only one. 3/4 of the team were assigned to work on the Russian woodpecker. And on top of that, Harold has vanished. Harold? The one who intercepted the telegrams? What happened? I don't know. Stress. He's been paranoid lately, seeing Soviets everywhere. Either he went nuts and did something stupid, or those Soviets did get him after all. Fuck, on our soil? Well, they could be anywhere. And I don't want to think he's playing both sides.
To make it even worse, Bill and Mildred will shut down the project if we don't make a breakthrough in the next few weeks. I've got the documents from Janice with me. I'll get down to work. Good luck. And give my regards to your wife. I'll call you in a few days. There goes my vacation. The cipher machine is in the office. I've wasted enough time already. Okay, aber hallo. Aber ich müsste wissen, was hier alles im Haus ist. Also ganz im Ernst, da könnt ihr nochmal hier ordentlich umräumen. Das mit Schuhen hier, das ist okay, das passt. Was haben wir hier drin? Kippen? Nein. Erstmal Kaffee trinken hier und. Ja, wunderbar. So, also ab ins Büro. Und dann. Guck's mal, wo die Maschine ist. So. Die Chiffriermaschine ist im Büro. Ich habe bereits genug Zeit verschwendet. Mist, das ist vermutlich das Büro. Fuck, wo war jetzt das Büro? Büro? Hallo? Hier nicht. Aber ich finde es schön, wie es sich so auseinanderplöppelt. Gut. Büro. War das hier? Ja, wahrscheinlich. So, guck mal, was hier drin ist. Das gehört doch zum Kamin. Das ist doch hier Kaminwerkzeug. Also ich sag mal, das ist ja also eine Schelte. Boah. Wahrscheinlich hat hat Mutti im Schwangerschaftswahn aufgeräumt und vergessen, das Zeug hier ordentlich hinzuhängen. So, dahin und gutes. Ey, alles musst du selber machen hier in dem Haus. So. Hier stimmt alles, sieht ordentlich aus. Gut. Dann würde ich sagen. Was sind das für Bilder? Kann ich nicht nehmen. Okay. Gut, dann würde ich sagen, gehst du hier zur Chiffriermaschine. Oh Gott. Und guckst mal. Ja, was die so kann. Erstmal einen kalten Kaffee. Und los geht's. So. Doch das Ganze. Oh, how do I do it again? First, let's take a look at the manual. Genau, folge der Anweisung für die Enigma-Maschine. Und wie das funktioniert, das erfahren wir in der nächsten Folge. Bis dahin bedanke ich mich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr auch dann wieder mit dabei wärt. Bis dahin, macht es gut und ciao, ciao.